angefangen zu schreiben habe ich ja, seitdem ich schreiben kann. Ich hatte nicht so wahnsinnig viele Freunde und das war aber auch nicht so schlimm, weil ich hatte meine Bücher, da hatte ich ganz viele Freunde. Und dann habe ich Kurzgeschichten geschrieben. Am Anfang waren es auch ganz schlechte Gedichte, aber Hauptsache geschrieben. Für mich ist ein Buch Flucht aus der Realität. Man kann abtauchen in andere Welten. Man hat plötzlich so viele Welten offen, einfach zum Entspannen. Und da gibt es so vielfältige Möglichkeiten. Der Tag, an dem ich mein erstes Buch veröffentlicht habe, der war unglaublich aufregend für mich. Ich habe den Countdown runtergezählt und habe dann am Tag der Veröffentlichung ungefähr alle 2 Minuten die Internetseiten gecheckt und geguckt, hat jemand das Buch gekauft, hat jemand schon irgendwas dazu geschrieben. Es war ja wie die Geburt. Ich nenne Lina auch immer mein Baby. Es ist mein erstes Baby, ja. Ich habe ganz großes Glück, denn ich habe einen Mann, der mich wirklich in jedem Belang unterstützt, der mir den Kaffee bringt, wenn ich ihn kalt werden lasse, der Rücksicht auf mich nimmt, wenn ich mal wieder total gefangen bin in meiner Welt, der mich mitten in der Nacht beim Brainstormen unterstützt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich das Schreiben im Grunde gestartet habe, als ich krank geworden bin. Das hat sich dann in der Depression geäußert. Und ich muss sagen, zu der Zeit hat mich meine Familie, vor allem mein Bruder, so sehr unterstützt und hat mir geholfen und hat mich auch darin unterstützt, einen neuen Weg einzuschlagen. Dem verdanke ich, dass ich jetzt auch da bin, wo ich bin. Ich bin eher der planlose Autor. Ich habe meine Hauptcharaktere, ich habe einen Anfang, ich habe ein Ende, ungefähr einen roten Faden, aber dann setze ich mich hin und fange an zu schreiben. Und manchmal bin ich abends selber total überrascht, was da so bei rumgekommen ist. Ich habe manchmal das Gefühl, meine Charaktere sind lebendig. Die reden mit mir. Die haben ihr eigenes Leben. Das finde ich total toll. Im Durchschnitt schreibe ich schon jeden Tag. Es gibt aber Phasen, da verordnet mir mein Mann eine Schreibpause. Da muss ich dann mal sozusagen Urlaub machen. Aber normalerweise schreibe ich jeden Tag, weil für mich ist dann erst auch ein Tag wirklich vollkommen, wenn ich schreiben kann. Im Grunde bedeutet mir das Schreiben alles. Das ist eine furchtbar klischeehafte Antwort und trotzdem ist sie so wahr. Seitdem ich schreibe und von dem Schreiben leben kann, bin ich so ausgeglichen und so glücklich in meinem Leben. Das möchte ich einfach nie wieder missen.